schön, alte Gründe für den Katholiken. Warum? Weiter auf der Startbahn 7, Kaspar Ehlert, KSC Wuppertal. Und dritter auf der Startbahn 3, Christopher Dirks, KSC Bochum. Die weitere Platzierung, vierter auf der Bahn 4, Alexander Droster, KSC Wuppertal. Fünfter auf der Bahn 6, Torben Heller, KSC Wuppertal. Sechster auf der Bahn 8, Boris Schiff, KCW Bochum. Siebter auf der Bahn 9, Luis Voskohl, KCW. Und achter auf der Bahn 2, Justus Koppel, ebenfalls KCW Bochum. So, aber jetzt kommen wir dazu, wo alle Eltern und alle Omas und Opas hier sind. Den Schülerweg K4, 500 Meter auf der Bahn 4, Maaßen, Rasch, Schweiger, Blindfühler, Niederrhein, Wiesburg. Auf der 5, Becker, Berg, Kempkes, Kempkes für Oberhausen, Stärkrade. Auf der 16 des Irls, Eilers, Krummnacker, Bären für den KSC Lünen. Auf der 7 Öl, Kirchhoff, Stempel, Dietz, Kagessen. Auf der 8 Petri, Paulsen, Dietz und Boyer, Kagessen. Und auf der 9 Elker, Ribbert, Weißmann, Leon für den Kagenklub aus der Städten. Ja, die Wohnspitze vorne vor der Bahn 8. Vor Petri, Paulsen, Dietz, Boyer, Kagessen. Klare Sache, aber da oben für die Jungs auf der Bahn 6 von Lünen, Hills, Eilers, Krummnacker, Behren. Das nimmt ihnen keiner mehr weg. Diesen Sieg im K4-Schülerweg über die 500-Meter-Strecke. An zweiter Stelle die Bahn 8, Petri-Pause, Nixon-Boyer, KGS. Vor der Bahn 9, Helker, Ribbert, Weißmann, Leon, CCM, Stetten. Vierte werden dann auf der Bahn 7. Das sind Ölkirchhoff, Stempelgries für die KGS. Das sind die ersten drei Plätze im B-Finale.